Heute geht's auf einen richtigen Schießstand. We are Practical Shooting auf der Quest. Ich begrüße euch zu einem Video auf meinem Kanal, ihr Schottfeuerweiz. Ich bin's, der Sascha, und heute gehe ich, wie gesagt, auf den Schießstand. Ich schaue in We Are Practical Shooting und das Ding findet ihr im App Lab Store für 19,99 Euro. Bevor ich jetzt auf den Schießstand für euch gehe, muss ich noch ganz, ganz kurz was loswerden. Diese App ist wirklich eine Simulations-App, also wenn man wirklich auf den Schießstand geht, also sollte man auch die Regeln des Schießstandes kennen. Die kenne ich natürlich nicht, weil ich war noch nie im realen Leben auf dem Schießstand. Das ganze Ding ist in Englisch und da sind mir da so ein paar Fehler in dem Spiel und an dieser App passiert. Ich möchte das einfach im Vorfeld klären, weil das ist mehr oder weniger ein Fail-Video. Ich habe einiges falsch gemacht, weil ich es falsch verstanden habe. Das ein oder andere hat auch in diesem Spiel nicht funktioniert. Ob es da auch an mir lag oder an der App, das weiß ich nicht. Das werde ich auch dem Entwickler so schreiben. Und ich würde sagen, wir schauen da jetzt rein. Ja, also letztendlich werde ich irgendwann auch schießen, gar keine Frage. Aber es war ein schwerer Weg dahin. Das möchte ich euch einfach vorher mit auf den Weg geben, weil ihr wisst, meine Videos werden nicht geschnitten. Ich habe zweimal überlegt, soll ich es euch so zeigen? Und wisst ihr was? Ich zeige euch das jetzt. Ja, erstmal vielen, vielen Dank für den kostenlosen Zugang. Ihr seht, ich spiele mit den We Are Rifles. Das macht ja Sinn bei so einem Spiel. Kostet 19,99 Euro. Und der Entwickler hat mir geschrieben, er ist selber ein Waffennah. Er geht auf den Schießstand. Und durch Corona und diesen ganzen Lockdowns konnte er seinem Hobby nicht mehr nachgehen und hat dann kurzerhand sich was Virtuelles gebaut. Und da stehe ich jetzt drin. Okay, ich bin sehr, sehr gespannt. Was ich im Trailer gesehen habe, man kann auch den Guardian vergrößern und wirklich dann auch durch die Stage laufen, um die Ziele abzuschießen. Das kann ich natürlich nicht, weil ich habe hier einen stationären Platz. Aber trotzdem schauen wir uns das Ding natürlich jetzt mal an. Hier sehen wir Violetten von Schusswaffen, die werde ich wahrscheinlich noch frei spielen dürfen. Hier sind Einhandwaffen und da sind die Settings. Ich gucke natürlich erstmal in die Settings. Hier, das flimmert so ein bisschen drumherum, nicht ganz so super schön, aber okay. So, Delete All Camp Results, da könnt ihr alles wieder auf Null stellen wahrscheinlich. Steel Target Colors, so, da könnt ihr die Farben einstellen, okay. Was das hier soll, weiß ich nicht. Rot. Aha. Wie war das denn jetzt am Anfang? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Ich mache das mal so, ne? Oder machen wir so. Paper Target Colors, weiß und dieses Beige. One-Handed. Two-Handed. Ah, guck mal, hier könnt ihr wechseln. Controller. Okay, ich habe ja hier so ein, ne? Okay, Controller AR, Controller AR Straight. Okay, dann könnt ihr das auch so spielen. Oder One-Handed. Ich mache jetzt erstmal One-Handed und dann gucken wir weiter. So, das war ein Kreuz. Rot, Grün, Classic, Match Recenter, Minimize und okay, das sind die Einstellungen. So, Modify Firearm, Extra Info, was ist das? Okay, hier habt ihr die ganzen Adressen zum Entwickler, wenn ihr da gerne mal Kontakt aufnehmen möchtet. Hier haben wir ein FAQ. Hier steht alles, wie es geht. Könnt ihr pausieren, könnt ihr euch dann in Ruhe durchlesen. So, Free Ranges, Modify Firearm, Training, Comp Stage, Custom Stage. Ich schaue mal, ob ich laufen kann. Ich kann nicht laufen. Ich muss, ich kann es mir aber ansaugen. Oh, jetzt habe ich hier so ein Ding um mich drumherum. Die Waffen glänzen sogar. Sehen relativ cool aus. Hier oben ist so ein Daumen, warum weiß ich nicht. Schießen kann ich nicht. Ah, guck mal hier, wenn ich mit dem Daumen hier, ne? So, okay, ich kann aber nichts machen, ich kann sie mir nur anschauen. Ich habe auch nur eine Hand, also okay. Ah, nee, das wollte ich nicht. Okay, mein Strahl ist weg, so, schauen wir nochmal, wie das war. So, die ist schlicht, die Waffe. Okay, und ist dieselbe, ne, oder? Nee, ein bisschen anders. Okay, ich würde sagen, wir machen erstmal Modify Firearms. Hä? Was ist das? Split? Okay, hier piept was. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, mach mal weg hier das Ding. Okay, ach, das kann man in der Luft. Ja, ich weiß nicht, was ich hier modifizieren soll, kann. Ich bin ja jetzt hier, aber ich habe ja nur eine Hand und deswegen
Kann ich ja nichts machen hier irgendwie, ne? Okay, ich blick nicht durch. Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal Free Ranges. So, Jank, Wick Range, Long Distance Range, Hitcon 45 Range, Shootgun Range, Steel Challenge. Da fehlen zwei. Okay, ich fange einfach hiermit an. Es passiert aber nichts. Hä? Was muss ich denn machen? Muss ich da selber laufen? Ich kann hier nicht laufen, ey. So viel Platz habe ich nicht. Das kann es ja nicht sein, ne? Okay, bis jetzt blicke ich nicht durch. Training, Basic Tutorial. Okay, dann machen wir das. Ah, jetzt tut sich was. So. We are PS is a mostly single controller experience. Please set down the non-dominant hand controller. Press trigger when you have done so. Okay, also ich soll jetzt hier den eigentlich wegschmeißen, weil ich brauche nur eine Hand. Okay. Distance, grab the pistol. Do distance, grab, touch, trigger to aim the pistol. Ja, das, dann kriegt ihr den Strahl. While line is connected to pistol, press down and grip. Habe ich. So, muss ich festhalten? Ich muss festhalten, Leute, sonst geht's nicht. Okay. So, release, grip the pistol within the holster volume at your waist. Okay. Oder auch nicht. Hallo? Wir probieren es nochmal. Okay. So. Wo geht's denn hier da? Ah, okay, so. Pull trigger on the pistol to lock the holster. Holster will turn green when it's locked in position. Okay, so. Okay, also wenn es jetzt grün ist, dann ist das jetzt gelockt und jetzt... Ah, okay. Press grip to draw pistol from holster. Make sure your finger does not touch the trigger when you draw. Tap the button of controller with other hand to initiate a reload. So, und jetzt... Was soll ich machen? Tap the button of the controller with other hand. Ne. Doch. Ich muss ja irgendwie was aufnehmen. Achso, ich muss ja erstmal so einen Clip aufnehmen, oder nicht? Hä? Tap the button of the controller. Ja, ich hab doch jetzt hier so ein... Ich versuch das hier, also das geht nicht. Hallo? Ich sehe ja auch nichts. Ich habe auch gar keinen Clip. Tap the button. Also da steht's ja, ne? Okay. Zack. Es geht nicht. Es geht nicht, Leute. Das ist wieder so ein Video, was keiner braucht. Was habe ich jetzt gemacht? Push joystick backwards with your support hand to chamber around. Okay, jetzt habe ich nachgeladen, ne? Okay, zack. Push joystick right to engage safely. Ah, ich habe jetzt entsichert und wieder gesichert. Entsichert, gesichert. So, fire the gun until empty, preferably of the target. Okay, so. Also, jetzt habe ich sie gesichert, ne? So. Boah, Leute, macht das Ding Radau. Ist ja richtig laut. Okay. Press A to release magazine. Zack. Tap to reload as before. Press. Okay, einfach schütteln. Okay. Okay, press B to release slide. Zack. Okay. Familiarize yourselves with the controls. Enjoy the targets when ready. Holster and return to the main menu behind you. Okay, dann schießen wir nochmal ein bisschen. Boah, Leute, ist das Ding genau. Es geht. Ah, gut von der Hand. So, wie war das jetzt? A drücken, ne? Genau. Dann schütteln, B und weiter geht's. Okay, das dreht sich jetzt. Es ist schon geil gemacht, ne? Okay, A, schütteln, B und getroffen. Okay, so, wenn ready, holster. Okay, wir holstern das. Und dann hinter mir. Muss ich mir jetzt umdrehen oder was? Ach, tatsächlich. So, Main Menü. Okay. So, habe ich. Was haben wir jetzt noch gehabt? Training. Basic haben wir. Competition Tutorial. Machen wir natürlich auch noch. Komm. So, place pistol with holsters volume. Make sure muzzle does not point backwards. Lock pistol in place. Okay, ich habe es nicht verstanden, aber ich nehme sie erstmal auf. Das ist schon mal ganz gut, wenn ich die Pistole habe. So. Zack. Habe ich. So, this is the paper target. It must be shoot twice. Okay. Alpha, Charlie, Beta, Delta.
press any button for next slide. Okay. This is a no shoot target. A hit anywhere results in a penalty. Press any button. Okay. This is a steal target. Target must fall to score. Targets are calibrated to have sweet spots. Press any button. Machen wir. Every stage has a safe angel of fire. See angel displayed on the training weapon. Breaking 90 Grad results in disqualification. Okay. Verstanden habe ich jetzt glatt die Hälfte. Load and make ready. Okay. Load weapon chamber round. Put on safety and reholster. When weapon condition is met, you will notice green in your periphery. Stay still and wait for the start signal. Okay. So. Aha, aha, aha. Was denn? Ach so, load. Habe ich. Put on safety and reholster. Ach so, put on safety. Kann ich nicht. Das war, ach so, das habe ich. So. Aha, aha. Ist das grün? Ist grün. So, jetzt soll irgendwas passieren. Still, stay still and wait for the start signal. Okay, ich stehe still. Ich habe bestimmt wieder was falsch gemacht. Und deswegen passiert nichts. Are you ready? Ja, bin ich. Stand by. Ja. So, shoot all the targets twice on paper. When finished, hold pistol still at chest level. Pointed downrange. Okay. Warum geht's nicht? Ach so, ist gesichert. Okay. Zack. Das Ding ist laut, ne? Den weißen jetzt auch. Twice on paper, ich mach das einfach. So, und dann irgendwie zurückziehen, ne? Oder B oder was ist egal. So. Stop. Disqualified. Was denn? Also hätte ich den weißen jetzt doch nicht, ne? Okay, gib mal her das Ding. So. Klack. So, das ist. Ja, ich weiß. It must be shoot twice, press any button. Ich will das normal machen. This is a no shoot. Achso, das darf ich nicht. Okay. Ja, ist okay. Ja, das ist Metallding hatten wir gerade schon. Muss ich oben treffen, damit es umfällt. Ja, bla bla bla. Ich bin schon wieder ein bisschen ungeduldig. Ja, das weiß ich nicht abschießen, Leute. Habt ihr jetzt gelernt, ne? Okay. So, still. So, jetzt. And make ready. Okay, so, wir laden das Ding jetzt. Zack. Und dann. Wissen wir das wieder? Warum geht das nicht? So. Fertig. Ich stehe wieder still und freue mich. Die Sachen, die hier so passieren. Achso, ich bewege den Kopf, ne? Dann bin ich ja nicht still. Are you ready? Ja, bin ich. Stand by. Okay. So, jetzt dürfen wir knallen. Und entsichern, ne? So. Und jetzt nicht den weißen. Da. Stop. Disqualified. Was denn jetzt schon wieder? Was habe ich denn falsch gemacht, Leute? So. Okay. Also zum dritten Mal. So, this is a paper target. It must be shoot twice. Ja, das habe ich doch gemacht. Alpha, Charlie, Delta. Ich habe doch da meinen schön in die Mitte getroffen. Ist das okay oder nicht? This is a no-shoot target. A hit anywhere results in a penalty. Ja, das habe ich ja nicht abgeschossen diesmal. Ich verstehe das nicht. Kann ich hier wieder rausgehen? Ich habe es falsch gemacht. Ich habe keine Ahnung. Mann. So. Breaking 90 Grad results in Disqualification. Also ich mache hier wahrscheinlich irgendwas mit diesem 90 Grad falsch, ne? See Angel displayed on the training weapon. Breaking. Ah, guck mal hier. Da ist irgendwas. Breaking 90 Grad results. Ja, aber ich komme hier gar nicht auf 90 Grad. Okay, dann schauen wir uns das nochmal an. Load weapon. Load and make ready. So. Habe ich. Und sichern das Ding. Nehmen wir mal hier, so. Okay. Nee. So, fertig. So, ich bin wieder ganz still, ne? Wolken bewegen sich übrigens nicht. Are you ready? Ja, ich bin ready. Okay, okay. Stand by. So. So, und jetzt irgendwas hier mit 90 Grad. Aber da steht jetzt diesmal nichts von 90 Grad, ne? So, shoot all the targets.
Twice on paper, when finished, hold pistol still at chest level. Point down range, okay. Es geht, ach so. So, das sind jetzt die Metalldinger, das ist richtig. Ich schieße jetzt mal extra so in den anderen Kreis hier. So. Stop. Was denn? Ich habe doch alles richtig gemacht. Was ist das? Ne, jetzt will ich hier raus. So, können wir wieder ins Main-Menü kommen. Ich weiß nicht, was ich hier falsch mache. Dürft ihr dann selber nochmal ausprobieren hier, ne? Competition Tutorial. Ich habe keine Ahnung. So, was haben wir hier? Free Ranges. Wo kann ich das denn nicht starten? Das raff ich nicht. Muss man da drauf schießen. Geh mal her. Ach, das ist hier. Guck mal, ich darf hier gar nicht schießen hier. Das ist okay. Okay, das habe ich nicht verstanden. So, Comp Stages. VRPS Stages US Classifiers. Machen wir das. Introducing Paper Basics. Machen wir Introducing. Ich darf das alles nicht, weil ich das Tutorial nicht geschafft habe, oder was? Ich weiß ja nicht, was ich da falsch mache, Leute. Was ist das für ein Kram hier? Desert Prison. Ich darf hier echt nichts machen, Leute. Das gibt's doch nicht. Place Pistol. Meine Gott, wie oft denn noch? So, make sure muzzle does not point backwards. Lock Pistol in place. Was ist das? Was habe ich gemacht? Es ist weg. Hallo, meine Pistole. Ach, da ist sie wieder. Ja. Jetzt gucken wir nochmal. This is a paper target. It must be shoot twice. Das habe ich doch hinbekommen. Zweimal da reinschießen. Okay, press any button. So. This is a no-shoot target. Also ich darf das nicht abschießen. A hit anywhere results in a penalty. Ja, das habe ich auch. Okay, komm mal fertig hier. Das will sich doch keiner angucken hier zum 100. Mal, was ich hier mache. So, every stage has a safe angel of fire. So, see angel displayed on the training weapon. Breaking 90 Grad results in disqualification. Press any button to slide. Ja, load weapon chamber. Load and make ready. Put on safety and reholster when weapon condition is met. You will notice green in your... Stay still and wait. Ja, das habe ich jetzt schon 100 Mal gemacht. So. So. Hallo? Es ist hier ein bisschen... Ja, egal. So. Aber jetzt kann ich ja kein zeigen, was ich die ganze Zeit hier mache. Are you ready? Ja, bin ich. Ich weiß. Stand by. Ja. So, jetzt nehme ich die Waffe, die jetzt ein bisschen... was ist hier? Das Tracking setzt aus, Leute. Hallo? Ah, Leute, das ist doch nicht mehr normal. So. Entsichern. Habe ich. So, hier mit 90 Grad und so ein Gedöne steht hier nichts. Okay. So, ich mache jetzt einfach mal 1. So. When finished, hold pistol still at chest level. If you finished, unload and show clear. Okay, jetzt habe ich es geschafft. Warum, weiß ich nicht. Ich denke, ich soll da zweimal drauf knallen auf das Ding. So, unload magazine, also A. Rack slide joystick back. If clear, hammer down and holster. Drop hammer by firing one stone wrench. Was? Okay, reholster and see results. Oh. Mein Gott, ne. So. You have completed the competition tutorial. Return to the main menu behind you before proceeding to other event terminals. Be sure a firearm is picked and locked in your holster volume. Okay, also ich muss mir jetzt erst eine Knarre hier reintun, sonst kann ich nie weiterspielen. Welche nehme ich denn? Ich nehme die sieht scharf aus. Da kann ich sogar durchgucken, das ist was für mich. So. Dann machen wir jetzt hier... Jetzt tut sich was, Leute. Ah, jetzt tut sich was. Okay. Okay, kann man hier laufen? Wie soll ich die da hinten abschießen? So. Muni ist drin. Was ist das denn? Komme ich denn da hin? Außer gar nicht. Hä? Was habe ich gemacht? Ich bin irgendwie da hingekommen. Ich weiß noch nicht wie. Ah, einfach drauf. Guck mal hier. Da kommen dann jetzt hier so eine... Ah, ich muss einfach den Analogstick drücken. Aber sonst ist da nichts, ne? Da kann man nicht hin. Nur in die Ecke da. Okay. So, dann würde ich sagen, guck mal, ob ich das jetzt hinbekomme.
Okay, die hört sich gleich ganz anders an. Habe ich doch getroffen, das Ding, oder nicht? Der Punkt ist weg. Wahrscheinlich, weil es leer ist, ne? Nee, oh, scheiße. Okay. Oh, wie viel ist denn hier drin in dem Ding? Wieso ist der Punkt wieder weg da? Okay, die Kugeln fallen ab. So. Jetzt ist leer. Okay, dann mache ich das Ding jetzt leer. Hol die letzte Pistole da raus. Hol den Bolzen da rein. Sicher das Ding? Muss ich nicht. So, fertig. Krieg jetzt Punkte. Und jetzt? Ach, das ist einfach nur hier so rumballern, ne? Okay, dann gehen wir nochmal da zu der Seite. Gehen wir hin. Da muss ich wirklich hingucken. Okay. So, jetzt kann ich hier so durchgucken. Okay. Guck mal, die Männer können auch abschießen. Okay, es ist umgefallen. Ja, aber ich kriege ja keine Punkte und nichts. Wie, das verstehe ich nicht. Hallo? Okay. So, geh mal da. Ich kann auch, also während ich hier rumballer, hier in den Platz wechseln. So, Mannequin abgeschossen. Wieder Mannequin abgeschossen. Was ist das hier? Da passiert nichts, wenn man das abschießt, ne, oder? So, ist wieder leer. So. Knack, knack, Punkte. Gibt keine Punkte. Okay, Reset. Mehr. Wieso kriege ich denn keine Punkte? Wie oft muss ich denn das hier machen? Okay, wir gehen wieder raus, Leute. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Aber das ist ja auch free, ne? Free Ranges, da kann man einfach so rumknallen. So, Training, haben wir da noch irgendwas Neues? Nein, okay. So, dann machen wir mal so eine Comp-Stage hier. Okay, Introducing. So, da gibt es jetzt wahrscheinlich Punkte für, ne? So. Load and make ready. Bronze Hit Faktor 7, okay. Clear Results können wir auch. Okay, ich bin fertig. Muss ich das jetzt hier wieder holstern? Okay, ich bleib einfach mal stehen, ob die was sagt. Nicht? Es ist sehr still. Ach so, ich bewege den Kopf, ne? Ich schieße einfach mal. Ist doch egal. So. Disqualified. Was denn? Load and make ready. Okay. So. Ich habe geladen und bin fertig. So, dann warte ich wieder, bis die sagt, ich darf. Are you ready? Ja, bin ich. Stand by. Okay. So, jetzt darf ich? Okay. So, und jetzt schieße ich aber auch noch einmal auf das Papierding da. Was ist das denn? Achso, ich habe wieder nicht entsichert. So, rausschmeißen, ne? Oder wie war das? Genau. Ach, shit. Ist egal. So. Stop. Was denn? Was denn jetzt schon wieder? Load and make ready. Boah, Leute, ich verstehe es nicht. Okay, dann schießen wir zweimal auf das Papierding. Geladen habe ich. So. Gesichert. Ich bin fertig. So. Are you ready? Ja, bin ich. Stand by. Beep. Okay. So. Entsichern und jetzt gucken wir mal. So, und jetzt das Ding. Stop. Was denn jetzt? Qualified. Was habe ich gemacht? Load and make ready. Boah, Leute, ist aber ganz schön kompliziert hier alles. So. Ich bin fertig. Hallo? Ach so. Ich hab's nicht in den Holster reingetan. Okay. Are you ready? Ja, bin ich.
Stand by. Mach ich. So, jetzt nochmal. Okay. Entsichern. Und jetzt schieße mal. Leute, das ist ein Video, ne? So, rausschmeißen. Genau. Sichern. Sichern bräuchte ich. Stop. Was denn jetzt? Ich hab das doch richtig gemacht, verflucht nochmal. Load and make ready. Mann, was mache ich denn hier falsch? Also das nervt echt ein bisschen. So. So, sicher das Ding. Jetzt schieße ich wieder nur einmal aufs Papier. Habe ich vorhin auch gemacht beim Tutorial, das funktioniert. Are you ready? Ja. Stand by. Ja. So, entsichern. So, fertig. Hallo? Rausschmeißen? Und sichern. Sicher das Ding noch hier mal. If you're finished, unload and show clear. So. Hab ich. Bin fertig. Und jetzt? Reload, Main-Menü? Nein, nicht Reload. Ich will meine Punkte sehen. Okay, dann schieße ich da nochmal drauf. If you're finished, unload and show clear. So, jetzt habe ich da zweimal drauf geschossen. Ist fertig. Hallo? Also er macht jetzt hier, er disqualifiziert mich nicht, aber ich kriege keine Punkte. Was soll denn das? Ja, ich bin fertig. Okay, ich mache mal auf Reload. Was passiert? So, Load Shoot. And make ready. Bronze Hit. Gold Hit 11. Current Record to Turn. Record Weapon. Also, er hat alle nicht gezählt, was ich hier gemacht habe. Nee, so. Ich soll das da zweimal drauf schießen, oder nicht? Ich hab's nicht verstanden. Ich bin fertig. Habe ich das richtig gemacht? Hallo? Hallo? Mann. Was habe ich denn wieder falsch gemacht? Es ist doch... Ach, ich habe nicht gesichert. So. Jetzt aber. Mann. Also das Spiel nimmt es sehr, sehr genau. Ihr müsst die Waffe sichern und so weiter. Es ist sehr kompliziert. Are you ready? Ja, bin ich. Stand by. Ja. So, jetzt aber. So, entsichern. Knack. Darf ich jetzt noch mehr schießen? Ich schieße das Ding jetzt einfach mal leer. So, das war jetzt wahrscheinlich mega falsch, was ich hier gemeint habe. Mach mal hier zu das Ding, so. Stop. Ja, war klar. Ja, ich weiß, weil ich ja jetzt zu oft geschossen habe. Boah, ich raff das nicht. Boah, Leute, ey. Seid ihr überhaupt noch dabei? Schaut ihr überhaupt noch zu? Ich kriege hier langsam echt die Pimpanellen, ey. So. Ja, immer dieses Warten, bis ich wieder loslegen darf, ne? Ja, was soll ich machen? Das Spiel gibt das ja so vor. Habe ich die Waffe noch in der Hand? Nein. Ich bin fertig. Hallo? Are you ready? Ja. Stand by. Ja. So, Leute, ich nehme jetzt die Waffe. Ganz ruhig. So, entsichere die. Schieß jetzt hier die Mannequins um. Einmal, zweimal. So, raus. Abzug. Nee, mach mal hier sichern, ey. So. Stop. Warum bin ich denn jetzt... Was soll denn das?
Boah, Leute, ich hab echt. Ich hab bald echt keinen Bock mehr. So. Ich weiß nicht, was ich hier falsch mache. Ja, bin ich. Stand by. Ja, piep. So. If you're finished, unload and show clear. Hab ich. So, ich bewege mich jetzt hier mal ein paar Sekunden nicht, ob dann irgendwas passiert. Aber es passiert nichts. Ne? Ich bekomme keine Punkte. Ich habe jetzt zweimal getroffen, weil ich sollte ja zweimal abschießen. Und es passiert nichts. Was soll ich jetzt hier machen? Hallo? Ach, jetzt tut sich was. Load and make ready. Was denn nochmal? Start shoot count 6. Loaded and chambered. 3 make in chamber empty, 4 empty. Was? Bronze hit Faktor 7, Silber, Gold, Current. Wieso zählt der das denn nicht? Ich hab doch hier alles schön. Ich raff das nicht, Leute. Also ich gehe jetzt hier mal raus. Also das ist mir echt zu. Weiß ich nicht. Was ist denn das hier? 6 Chickens, mach mal hier 6 Chickens, ich habe keine Ahnung. So, was ist das denn? Load and make ready. Bronze-Hit-Faktor, Stage. Okay. Es ist einfach mega kompliziert, muss ich sagen. Okay. So. Ich raff das nicht. Also mit den 90 Grad, das raff ich nicht. Und ich bin hier total überfordert. Das ist bestimmt cool, wenn man es hinbekommt, aber ich bekomme hier nichts hin. Hallo? Ich hab doch gesichert, oder? Ja. Are you ready? Ja, bin ich. Stand by. Okay. So. Jetzt schieße ich nur auf die. Mach doch sicher das Ding noch mal hier, ey. So, fertig. Getroffen habe ich auch. Hallo. Ich habe getroffen. Load and make ready. Ich bin fertig, ich habe doch geschossen. Ey. Irgendwas funktioniert doch hier nicht, was das, wie das soll. Laden kann ich auch nicht mehr. Hallo? Load and make ready. So, jetzt aber. Hab ich. Stop. Disqualified. Ja, ich hab doch gerade schon 12-mal geschossen, verfluchter Hacke hier. Load and make ready. Boah, ey. So. Leute, könnt ihr mir sagen, was ich hier falsch mache? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch echt nicht sagen. Es kommt keine. Ja, ich bin ready. Ich kann es aber bald nicht mehr hören. Ja. So. Sicher das Ding doch bitte mal. Hallo? Hallo? So, habe ich. Bin fertig. So, es ist jetzt da drin. Was ist das denn? Ah, das ist mein Magazin. So, ich habe geschossen. Er zeigt mir jetzt hier die Ergebnisse an. Und dann passiert irgendwie nichts. If you finished, unload and show clear. Was? Ich bin fertig. Menü Reload. Ja, und jetzt? Load and make ready.
Ja, ich verstehe es nicht, Leute. Also ihr seht auf jeden Fall, wie es geht. Irgendwas mache ich falsch. Und hat jetzt auch keinen Sinn, dass ich das hier 100 Mal mache, ne? So, wie konnte man denn jetzt hier nochmal die Waffen wechseln? Irgendwie war da was, ne? So, Custom Stages, Desert, Snow Present. Was ist das? Darf ich jetzt selber was bauen? Also es wird leider nicht sehr viel erzählt, ne? Was denn? Okay, also das, weiß ich nicht, was das soll. Okay, kann man, dann wird's laut, aber ich kann ja nichts abschießen, ne? Ach so, guck mal da, Reset Target, Save, Delete, Rhenium, Save As. Das ist dann hinter mir laut, Wipe Scene. Mach mal hier wieder. Ja. Ach ne, jetzt hat er das neu gemacht. Reset Target, Stage, das, also Designer Controls, Hold, R und Y to toggle spawn deck. Wieso ist denn das hinter mir? Also ich halte hier irgendwas, aber es passiert irgendwie nichts. Menü, passiert auch nichts. Was soll ich machen? Joystick left, right to cycle through options, hold. B or Y to toggle spawn deck. Okay. Ich halte, festhalten, okay. Jetzt kann man hier Ziele machen. Aha. Okay, jetzt kann ich mir selber was bauen. Was kann ich noch machen? Joystick left right to cycle. Ah, okay. Joystick down to cycle. Touch trigger to joystick down to cycle through. Achso, und jetzt kann ich hoch runter? Rechts, links? Nee. Das ist nur Paper. Wie kann ich das wechseln? Joystick left right to cycle through options. So, links, rechts. So, das passiert aber nichts, links, rechts. Ich kann das echt nur drehen hier. Okay. Das Trigger. Das A. X. Aber da ändert sich nichts. To delete, touch A, X to highlight, pull trigger to spawn. Okay. Ah, jetzt kann ich das auch noch hier so. Wenn ich den Grifftaste fest hatte, kann ich das auch noch woanders hin tun. Hier das Ziel, okay. Das hat aber jetzt nicht funktioniert, okay. So, nee. Hä? Also irgendwie funktioniert das hier irgendwie nicht 100%. Oder ich bin zu blöde. Ich bin wahrscheinlich zu blöde, Leute. Joystick down und dann... Ach, drücken, okay. Guck mal, wenn ich jetzt hier drücke, dann kann ich sogar Results machen, okay. Die sind jetzt da oben, die Results, das wollte ich nicht. Nein! So, Stage, okay. Also hier ist ein Editor, könnt ihr ein bisschen rumspielen. So, wenn ich da wieder raus will, muss ich wahrscheinlich wieder festhalten, ne? Okay, jetzt kann ich das abschießen, wenn ich möchte. Oder auch nicht. Doch, da tut sich was. Okay. Ja, Leute, das ist das. Ne, jetzt gehen wir hier raus. Also das ist, dann könnt ihr, wie gesagt, hier euch hier eigene Decks zusammenbauen. Ne? Ja, warum der das hier nicht zählt, das weiß ich wirklich nicht. Das schreibe ich euch natürlich später in die Kommentare, wenn ich dem Entwickler das geschrieben habe. Wir können ja noch mal in das Tutorial reinschauen. Aber da war auch irgendwie, ich schaue da noch mal einmal rein, Leute, das muss ich noch mal machen. Ich will das jetzt rauskriegen. So, Place, Pistol, Buffin, Holster, Volume. Ja, das haben wir hinbekommen. So, make sure muzzle does not point backwards. Lock Pistol in place, okay. So, das haben wir hingekriegt. So, das müssen wir zweimal abschießen. Das habe ich auch mittlerweile rausgekriegt. Komm mal weiter hier. So, das darf ich gar nicht abschießen. Auch das habe ich mittlerweile rausgekriegt. Wir haben das, glaube ich, schon fünfmal geguckt, ne, kann das sein. So, press any button, ja, ist klar. Das sind die Metalldinger, die muss ich einmal. Okay. So, every stage has save Angel of Fire, see Angel displayed. Ne, das sieht man hier. So, 90 Grad. Ich weiß nicht, wie man hier auf 90 Grad kommen soll. So,
press any button. So. Und jetzt load weapon chamber load round. And make ready. Ja, chamber round, put on safety entry also. When weapon condition is met, you will notice green in your periphery. Stay still and wait. Ja, das haben wir natürlich vorhin auch schon hingekommen. So, zack. Und jetzt müssen wir warten. Und, are you ready? Ja, bin ich. Stand by. So, und jetzt nehme ich die Waffe, entsichere die und jetzt können wir schießen. Einmal. Zweimal. So, when finished, hold pistol still at chest. If you're finished, unload and show clear. Okay, ich darf da nichts machen, ich darf das nur so festhalten. If finished, unload magazine. If clear, hammer down and holster. Ja, habe ich doch schon. So. So. You have completed the competition. Okay, dann probieren wir das jetzt nochmal mit so einer richtigen Competition. Weil das ist echt ein bisschen kompliziert, ne? So, probieren wir das nochmal hier. Machen wir hier da. Hier, machen nochmal das erste. Das war ja das einfachste, ne? Paper Basics, Introducing. Ich schaffe noch niemals Introducing. Load and make ready. Ja, komm. So, zack. So, und wenn ich dann fertig bin, einfach die Knarre festhalten, nichts machen. Mach ich. Are you ready? Ja. Stand by. Ja. So, ich nehme die Knarre. Ich entsichere die jetzt, Leute. So, jetzt schießen wir. So. If you're finished, unload and show clear. Was? Was show clear? If clear, hammer down and holster. Hammer down, okay. Hab ich. So, jetzt habe ich sogar hier was bekommen. Guck mal, Leute, es geht. Weapon 000, Time 00, Hit Factor 845, Alpha 8, Charlie 2, Delta 0, Steel Targets 0, Bonus 0, Total Score 100. Ich kriege hier gar nichts. Was? Successfully complete the stage once. Complete the stage without using extra shoots. Habe ich. Hit Factor 7, Delta 8 und Misses 0, Penalties 0, No Shoots, Previous Best. Okay, und wie geht's jetzt weiter? Reload, okay. Main-Menü, okay. Aber ich bekomme hier keine Dinger, ne? Okay. So, ich habe es hinbekommen. Also, so, ist sehr kompliziert, ne? Also, ich hoffe, ihr seid überhaupt noch dabei. Jetzt machen wir nochmal Paper Basics. So. Load and make ready. 12 Stück da habe ich. 1, 2, 3, das sind 6, also 2 mal, okay. So. Was denn? Ich kann es nicht laden. Also ein bisschen ist es buggy, oder? So. So. Jetzt machen wir. Also auf jedes zweimal und ich darf das Weiße nicht. Ready? Ja, bin ich. Stand by. Ja, mach. Creeping. Resume starting position. Oh. Jetzt habe ich echt gemerkt, dass ich mich bewegt habe. Are you ready? Ja. Stand by. Mach ich. So. Entsichern. So, jetzt darf ich natürlich, ich weiß nicht, zählt der das, wenn ich da jetzt durchschieße? Ich schieße jetzt extra mal da unten, damit ich das Weiße nicht treffe, ne? So. If you're finished, unload and show clear. Unload. If clear, hammer down and holster. Habe ich. So, Time. Ich bekomme aber hier nichts, ne? Das ist doch doof. Alpha 8, Charlie 2. Das hatten wir noch gerade schon Paper Targets hier. Ach, ich habe 12 geschossen, wir kriegen nur 10 Punkte. Hit Factor 8,54. Also, das verstehe ich nicht. Main Menü. Nehme ich die falsche Waffe dabei oder was? Egal. So, Leute, jetzt wollt ihr natürlich nochmal hier in die Two-Handed-Waffen reinschauen. Ganz klar, ganz kurz. Video ist eh schon viel, viel länger, wie ich dachte.
Two-Handed, wie geht das? Okay, ist egal. Wir gucken dann mal in Training, Basic, Competition. Okay, geht nicht. Okay, dann gib mir mal hier so ein Shootgun-Dingen oder was. Ich will doch noch einmal hier sowas. Ich denke, das ist Two-Handed. Oder auch nicht. Nein. So. Minimize. So, jetzt gucken wir in die... Muss ich das auch hier so holstern? Okay. So, dann machen wir natürlich jetzt hier auch nochmal so ein Comp-Stage. Das hatten wir schon... Da kriege ich keine Dinger. Ich weiß nicht, warum. So, machen wir hier Steel-Taster oder wie dich das schimpft. So, Shoot-Count. Load 17. And make ready. Was ist das denn? Ich habe doch jetzt... Also irgendwie... Ich habe zwar jetzt hier so zwei, aber ich kann es nicht greifen. Ne? Ach doch, jetzt kann ich es doch zweimal greifen. Wie ist das denn? Nee. Hä? Leute, das ist ein komisches Spiel. Das ist ein komisches Video. Also irgendwas klappt hier nicht, ne? Ich kann das nicht laden. Ich kann nicht schießen. Ich kann hier nichts drücken. Also der nimmt das irgendwie nicht. Weil der möchte unbedingt sowas hier, ne? Ja, das funktioniert. Okay. Muss ich jetzt mit der Violette schießen? Ich kann ja nicht schießen. Was ist denn das für ein Scheiß? So, machen wir nochmal Training. So. Ja, das hatten wir doch alle schon. Das will ich nicht. Nee, Leute, also es ist mir echt zu kompliziert. Es ist echt wahrscheinlich nicht schlecht, aber... Was ist denn jetzt? Achso. Hallo? Jetzt habe ich gar nichts mehr. Also irgendwas ist hier ein bisschen echt durcheinander bei dem Ding. Das tut mir echt leid. Jo, es gibt so Videos, ne, da denkt man sich, ey, warum mache ich das? Jetzt habe ich hier eine Waffe, die ich... So. Was ist das? Das kann ich ja auch nicht benutzen. One-handed. Und ich habe jetzt hier two-handed, aber es funktioniert ja nicht two-handed, ne? Delete all comp results, match recenter classic, okay. Ja, weiß ich nicht. Ich mache da irgendwas auf jeden Fall falsch. Das weiß ich. So. Und ich glaube, das reicht. Also ich habe jetzt hier mehr Dönekes oder Sachen gemacht, die nicht funktioniert haben, wie die funktioniert haben. Ich werde dem Entwickler das alles nochmal schreiben und wenn der mir natürlich dann sagt, hey, das ist falsch gemacht, das habe ich ein bisschen kompliziert eingebaut und so weiter, dann eventuell natürlich nochmal ein zweites Video, wenn ihr da Interesse dran habt. Also ich glaube nicht, dass das Spiel kaputt ist. Ich glaube, es ist nur einfach kompliziert aufgebaut, so möchte ich es jetzt mal nennen, weil ihr merkt selber, man wird ein bisschen alleine gelassen. Es ist immer alles so ein bisschen blöde, man muss abwarten, hier mit der Waffe in der Hand, ja, dass die Results zählen, aber ich bekomme dann auch gar keine, wie war das hier? Gar keine Medaillen oder hier diese Schilde, die füllen sich nicht auf, weil irgendwas habe ich nicht geschafft. Nur ich glaube, bei dem ersten, da kann man 6-mal treffen, mehr kann man eigentlich nicht falsch machen. Also von daher, irgendwas ist hier komisch. Okay, dann vielen, vielen Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid bei diesem Video. Es kann nicht immer alles klappen. Ihr seht meine Eindrücke, so wie mich das Spiel empfängt. Das Spiel hat mich so empfangen und lässt mich dann auch wieder so gehen. Deswegen vielen, vielen Dank für eure Geduld und vielleicht noch mal ein zweites Mal eines Tages, wenn ich genau weiß, was ich hier tun soll. Ja, aber trotzdem natürlich noch ein Fazit zum Spiel. Bis gleich, Leute. Ja, ich bedanke mich erstmal für eure Geduld. Ja, das war wirklich ein ganz, ganz steiniger Weg diesmal für mich. Und das liegt wirklich daran, dass es eine Simulation ist, die den Schießstand betrifft. Und ich war noch nie in meinem Leben auf dem Schießstand. Und ich weiß auch gar nicht, wie es da abgeht, was für Regeln man da hat, wie man die Waffe sichern, entsichern muss nach dem Schießen, vor dem Schießen, wie man die zu halten hat nach dem Schießen. Eins weiß ich jetzt ganz sicher, Chest ist Brust. Ja, das war natürlich mein ganz, ganz großer Fehler, weil ich habe das Ding immer sofort nach dem Schießen wieder gehalftert und deswegen habe ich einen Fail bekommen. Das habe ich nach hinten raus dann auch rausbekommen. Ich habe es auch nochmal nachgegoogelt, ich bin ganz, ganz ehrlich. Und das war natürlich mein Fehler. Warum das mit den Zweihandwaffen nicht funktioniert hat, das kann ich euch leider jetzt nicht sagen, weil ich hatte ja zwei Controller in der Hand und ich konnte mit dem zweiten Controller oder mit der zweiten Hand nicht die Waffe vorne greifen. Aber das werde ich auch dem Entwickler schreiben, ganz, ganz klar.
Warum ich dann keine Medaillen bekommen habe, als ich den ersten Parcours irgendwann dann doch richtig absolviert habe, das weiß ich auch nicht. Auch das werde ich natürlich den Entwickler fragen. Ob ich generell zu langsam war oder ob man das viel, viel schneller machen muss, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, irgendwas war da nicht ganz richtig. Ja, das Problem bei diesem Ding war wirklich, dass es sehr, sehr realitätsnah ist und ich, wie gesagt, die Regeln auf einem Schießstand nicht kenne. Wenn man die natürlich kennen würde, dann wüsste man natürlich auch sofort, wie man sich zu verhalten hat, mit dem vor der Brust halten, mit dem Sichern, Entsichern und so weiter, letzte Kugel raus und was weiß ich. Das wusste ich natürlich alles nicht. Und das ganze Ding war in Englisch und das eine und andere habe ich dann halt nicht richtig verstanden. Ja, also wie gesagt, vom Schießen ist es cool, ist ein cooles Gefühl. Die Waffen sehen ganz cool aus und die Hintergrundgeschichte von diesem Dingen ist einfach, der Entwickler geht selber privat auf den Schießstand und der hatte halt das Problem, wegen Corona und Lockdowns konnte er seinem Hobby nicht mehr richtig nachgehen. Da hat er sich gedacht, er macht das Dingen einfach mal in VR, damit er dann auch zu Hause ja sein Hobby weiter verfolgen kann. Und das ist ihm eigentlich ganz, ganz gut gelungen, muss ich sagen, weil ich möchte auch hier jetzt kein Fazit aussprechen in dem Sinne, weil, wie ich schon sagte, ich kenne mich mit Schießständen nicht aus, aber das kam schon für mich ganz cool rüber, aber ich kann es halt nicht vergleichen, weil ich noch nie im realen Leben auf einem Schießstand war. Ja, das größte Manko an dieser App, das war eigentlich, deswegen sind die Fehler auch so spät bei mir aufgeschlagen, beziehungsweise dass es Klick gemacht hat, ja, das ist diese Verzögerung. Ihr habt ja gesehen, wenn ich schießen muss, dann sagt die Frau, schön still stehen bleiben. Und wenn ich mich ein bisschen bewege, dann kommt dieses Go nicht. Ja, das habe ich ja auch ziemlich schnell begriffen, das war ja auch nicht ganz so schwer. Ich gehe jetzt mal davon aus, das sind auch so Schießstandregeln. Und wenn ich dann fertig war, dann musste ich wirklich die Waffe vor der Brust halten und warten. Das ist der kleine Knackpunkt an dieser Geschichte. Warten, bis die Frau sagt, jetzt ist okay, jetzt darf ich die letzte Kugel entladen und das Ding half dann. Und dieses Warten, das kennt man von anderen Spielen nicht, das kommt immer sofort, wenn man es richtig gemacht hat, ne? Das kennt ihr auch, ihr schießt irgendwas, wenn ihr dann eine bestimmte Position einhalten müsst in irgendeinem Spiel, dann macht das sofort Pling oder ihr bekommt irgendeine Resonanz, dass es richtig ist. Hier ist es ein bisschen zeitverzögert, also ihr müsst wirklich so, ja, gefühlt 2-3 Sekunden warten, bis ihr eine Reaktion bekommt und deswegen habe ich das alles nicht verstanden. Ja, jetzt könnt ihr natürlich gerne mal unter die Kommentare schreiben, ob das wirklich realitätsnah ist auf so einem Schießstand. Diese Regeln, die ich da befolgen musste und die ich nicht verstanden habe. Und ja, da würde ich mich riesig, riesig freuen. Und wie gesagt, ich werde den Entwickler anschreiben. Ich werde ihm natürlich auch erzählen, was ich falsch gemacht habe. Werde ihn fragen, wie ich es richtig machen kann, auch mit den Zweihandwaffen, wie gesagt, und so weiter. Und wenn er mir das dann alles erklärt, bin ich natürlich gewillt, ein zweites Mal reinzuschauen. Ich mache dann ein Revisit daraus, also kein Let's Play 2, sondern ein Revisit, weil ich dann ja wahrscheinlich alles ein bisschen besser verstehe und auch besser spielen kann. Weil ich möchte das nicht so stehen lassen, nur weil ich zu blöde bin, dass das Spiel blöde rüberkommt. Das möchte ich nicht. Aber ihr wisst, ich schneide mein Gameplay nicht. Ihr seht das immer so, wie ich das zum ersten Mal gesehen und auch gespielt habe. Und wenn ich jetzt das Ding ein zweites Mal aufgenommen hätte, um das alles nur zu verschönigen, dann ja, hätte ich mich ja selbst belogen. Ja? Also deswegen nochmal vielen, vielen Dank für eure Geduld. Und ich hoffe, ihr habt noch Lust auf ein zweites Video von diesem Spiel. Dann schreibt auch dies gerne in die Kommentare. Und ihr wisst natürlich, alle Kommentare werden von mir gelesen, natürlich auch beantwortet. Ja, dann hoffe ich natürlich trotzdem, dass es euch gefallen hat. Dann würde ich mich natürlich jetzt trotzdem über ein Däumchen freuen. Es kann nicht immer alles klappen, wie ich es mir so vornehme. Und solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, ja, dann macht es doch gerne jetzt, dann bekommt ihr immer eine Info, wenn es neue Videos von mir gibt. Und so viele Fail-Videos findet ihr bei mir nicht, also ihr bekommt dann auch Videos, wo es dann mal funktioniert, wie es funktionieren soll. Ich sage schon mal Danke an dieser Stelle. Ganz zum Schluss, wie immer, mein Discord-Server mit über 280 VR-Usern. Stoßt gerne hinzu. Ihr findet Multiplayer-Partien, Tipps und Tricks, den täglichen Daily Deal der Quest, sämtliche App-Lab-Neuveröffentlichungen und einfach nur quatschen. Kann man natürlich auch. Und ihr könnt mich da zum Beispiel aufklären, was ich hier falsch gemacht habe und wie das Ganze funktionieren würde. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, euch demnächst auf meinem Discord begrüßen zu dürfen. Dann hier noch zu meiner Seite eine kleine Auswahl meiner Videos. Stöbert da noch gerne durch. Habt viel Spaß damit. Und dann sage ich nochmal Danke für eure Geduld. Danke, dass ihr da wart und zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Video. Euer Sascha. Haut rein, Leute. Ciao.